Woher kommt heuer der Christbaum am berühmten Salzburger Christkindlmarkt? Wie wird am Salzburger Christkindlmarkt Energie gespart? Und was machen die Heiligen Drei Könige auf der Schafbergalm am Wolfgangsee? Der Salzburger Christkindlmarkt ist zur Weihnachtszeit der viertschönste Platz auf der ganzen Welt. Sogar London oder New York sind in einem Ranking von CNN hinter Salzburg gelandet. Mit dem Obus der Salzburger AG kommt man nicht nur bequem in die Salzburger Altstadt, auch das Heimkommen ist kein Problem, wenn es einmal ein Glühwein oder Punsch mehr geworden ist. Bevor wir aber den Markt erkunden, fahren wir mit der Festungsbahn auf die Festung Hohensalzburg. Von hier oben hat man einen wunderbaren Blick auf die Salzburger Altstadt und auf einen Teil des Christkindlmarktes, der in der einsetzenden Dunkelheit so richtig romantisch wird. Übrigens, auch hier auf der Festung gibt es an den vier Adventwochenenden einen stimmungsvollen Christkindlmarkt, den Salzburger Festungsadvent. Zurück am Salzburger Christkindlmarkt. Hier treffen wir Wolfgang Haider, der den Christkindlmarkt seit Jahren mit vielen Helfern organisiert. Der Salzburger Christkindlmarkt an sich ist das Besondere. Die Gesamtheit dieser Komposition, Altstadt, UNESCO, Weltkulturerbe und natürlich diese vielen Stände erinnern mit den einzigartigen Produkten, die es hier nur in Salzburg gibt. Von der Floristik angefangen, über Textil, Spielzeug bis zu den Lebensmitteln. Es gibt einfach so viele Produkte hier am Christkindlmarkt und so viel zum Bestaunen und Besuchen, vor allem für unsere Kinder drüben beim Eislaufplatz. Vor allem natürlich die täglichen Aufführungen von den Chören, die Auftritte, das Turmblasen am Donnerstag und am Samstag, das Christkind, das uns immer besucht am Mittwoch und am Sonntag. Und wir sind glücklich, dass wir das den Besuchern hier so bieten dürfen. Seit 1974 begeistert der Markt in der heutigen Form die Salzburger und jährlich 1 Million Besucher aus der ganzen Welt gleichermaßen. Das Herz des Christkindlmarktes sind dabei die mehr als 90 Standler, die auch für reichlich Essen und Trinken sorgen. Darin am Christkindlmarkt wird frisch produziert, angefangen vom Raclette über die Würstel, übers Bosner, über den Ofenkartoffel, Räucherlachs, den Kaiserschmarrn, ob es vegane Produkte sind bei den Brezen. Es gibt so viele verschiedene Produkte, die es nur am Christkindlmarkt gibt. Das macht uns stolz. Natürlich, wir haben auch hier den Mostheirigen aus Antering, den Kernei, der ganz speziell die Bauernkropfen anbietet mit Sauerkraut. Und das ist natürlich ein Highlight für sich. Bauernkropfen sind einfach immer gut. Ich liebe sie. Der Christbaum, der heuer am Residenzplatz steht, kommt aus der Stadt Salzburg. Eine Seltenheit, dass er direkt hier aus der Stadt Salzburg kommen kann. Aber wir haben den in Schalmoos geerntet und gefunden ursprünglich und natürlich dann geerntet. Und wir freuen uns, dass ein Baum, der in der Stadt groß geworden ist, jetzt hier am Residenzplatz steht. In Zeiten, wo Energie knapp ist, reagiert auch der Salzburger Christkindlmarkt. Aber ohne Einschränkungen, was die Festlichkeit und die Christkindlmarktatmosphäre betrifft. So spart zum Beispiel die Umstellung auf LED-Lampen jährlich rund 9,5 Tonnen CO2 ein. Wir haben 2015 schon angefangen, auf LED umzustellen. Da haben viele nicht einmal gewusst, wie man LED schreibt. Und wir haben seinerzeit 15 Watt Glühbirnen gehabt. Jetzt haben wir LED-Lampen, die zwischen 2, 1,5 und 1 Watt benötigen. Wir arbeiten mit der Salzburger AG zusammen. 80% des Strombedarfs kommt aus Wasserkraft. Und da sind wir stolz drauf. Das heißt, wir haben hier ökologischen Strom. Und wir sparen durch diese LED-Lichter hier in der Oberflächenbeleuchtung 30.000 Kilowatt in 6 Wochen Christkindlmarkt ein. Ab dem 27.12. wird der Christkindlmarkt zum Silvestermarkt. Bis zum 1. Jänner 2023 hat der Markt am Dom- und Residenzplatz seine Tore geöffnet. Weiter geht's an den Wolfgangsee. Auch hier ist der Advent eine ganz besondere Zeit. Zum Beispiel haben sich die Züge der Schafbergbahn in Schale geworfen. Bei der Schafbergbahn haben wir heuer auch wieder unsere Weihnachtslok im Weihnachtslook. Mit der bringen wir unsere Gäste jetzt vom 18. November bis 18. Dezember hinauf in die Schafbergalm auf 1364 Metern Seehöhe. Das ist unsere Mittelstation. Und dann auch nach Weihnachten vom 25. Dezember bis 1. Jänner fahren wir da auch wieder mit unserer Weihnachtslok.
Die festlich beklebte Garnitur mit den vielen Lichtern tut nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringen. Oben angekommen gibt es dann einen wunderschönen Ausblick auf die verschneite Salzkammergut-Winterlandschaft. Ein Adventkiosk verköstigt die Fahrgäste und der Brief ans Christkind, der ist hier besonders gut aufgehoben. Wir haben eigens gestaltete Postkarten und Sondermarken von der Schafbergbahn, wo man natürlich auch Wünsche ans Christkind schreiben kann. Und man kann diese Glückwünsche und Wünsche auch gleich oben aufgeben. Auf der Schafbergalm fängt außerdem auch der Dreikönigserlebnisweg an. Die heiligen drei Könige beginnen hier oben ihre Suche nach dem Jesuskind. Es sind nicht die einzigen Krippenfiguren, die Fahrgäste der weihnachtlichen Schafbergbahn sehen können. Bei der Talfahrt begleiten uns dann Salzkammergut-typische Hirten und Taubenträger. Und wenn man herunter angekommen ist und auf dem Weg ins Ortszentrum, kann man dann 70 lebensgroße Krippenfiguren bestaunen. Und die schmücken den ganzen Adventmarkt in St. Wolfgang. Zwischen den vielen Ständen mit Handwerk und Kulinarik stoßen Besucher auf die lebensgroßen Krippenfiguren und jede hat seine ganz eigene Geschichte zu erzählen. Das Wahrzeichen vom Wolfgangseer Advent ist die 16 Meter große Friedenslichtlaterne. Jedes Jahr im Advent wird diese Laterne aufgestellt, wird beleuchtet. Und es sind beleuchtete Sterne rundherum und ist einfach ein wunderschöner Blick, wenn man das mit der Kulisse von St. Wolfgang im Hintergrund betrachtet. Wir verbinden die drei Adventmärkte auf eine ganz besonders romantische Art mit dem Schiff. Natürlich gibt es auch eine Verpflegung an Bord und man kann schon den ersten weihnachtlichen Punsch am Schiff trinken. Man kann die Adventmärkte und die Orte vom See aus betrachten. Und ganz besonders gut angenommen wird die Laternenschifffahrt. Die ist immer mittwochs, ist eine einstündige Schifffahrt rund um die 16 Meter hohe Friedenslichtlaterne, wo weihnachtliche Lieder, Gedichte und Geschichten gespielt werden. Die Salzburger AG bringt Einheimische und Gäste zu beeindruckenden weihnachtlichen Ausflugszielen. Egal ob rund um den Wolfgangsee oder in der Stadt Salzburg. Und so dauert das Warten auf das Christkind auch nicht mehr so lange.